Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun, für Donnerstag, den 25.05. So rum wollte ich sagen. Und ja, die Rasselbande. Die Rasselbande ist wieder zusammen hier und stiftet ein bisschen Unruhe im DAX. Ich habe heute mein altes Mikro jetzt mal einen anderen Adapter dran. Scheint jetzt zu funktionieren. Was würde der Adapter eine Macke gehabt haben? Ja, dauert ein bisschen, bis man hier alles mal durchprobiert hat und wieder hat, aber freut mich zumindest, dass ich dann heute eher ins Bett komme. Die Aufzeichnung läuft auch noch. Also, mach mal volles Programm, mach mal durch. Wir hatten gestern drüber gesprochen, hier Risiko noch unten in die Supportzone rein. Wir hatten gesagt, 1620 bis 1569 ist da der wichtigste Bereich überhaupt, der jetzt hier ganz entscheidend wird, eben, ob das nur ein normaler Rücklauf war und der DAX zieht sich wieder hoch, rennt oben raus, wie als wäre nichts gewesen, oder ob dann doch vielleicht etwas mehr Trendumkehrwille da ist, dass man das hier sehr gut ablesen kann. Und ich hatte euch einfach mit an die Hand gegeben, weil ich weiß, wie hoch die Motivation ist, in solchen Bewegungen Long zu suchen, weil die Leute mal alle dagegen klopfen und dagegen klopfen und dagegen klopfen. Ich habe gesagt, wartet das Signal eben auch ab. Jetzt könnte ich es mir hier einfach machen und könnte sagen, ja, guck doch mal, die erste grüne Kerze, die kam hier unten, aber ganz so ist es nicht. Wir sehen jetzt hier den H2. Im H1 kam auch schon eine grüne Stundenkerze und die sogar von genau der richtigen Stelle. Also rein Setup-technisch, wer meine Analyse gesehen hat und ich sag mal, der ist long gegangen bei 15,79 nach der grünen Stundenkerze mit Stop-Loss dann hier unter dem Tief, keine Ahnung was das war, 29, 910, der hat die Analyse richtig verstanden und auch sogar richtig umgesetzt. Hat hier in dem Fall noch nicht geklappt, ist dann aber auch richtig zu sagen, okay, ich habe ein besprochenes Szenario angetradet. Das Szenario wurde nicht bedient, es wurde nicht angenommen vom Markt und habe mich mit Stop-Loss ausgestoppt. Und in dem Falle, was waren das hier, 50, 60 Punkte, die man dann verloren hat, ist das auch, ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie ich lieber trade. Ja, das ist, dann habe ich 50, 60 Punkte verloren in dem Moment, wo mein Szenario nicht läuft. In einer gleichen Situation, in einer ähnlichen Situation, später, im weiteren Verlauf, hier hoch, runter, 1000 Punkte höher, 1000 Punkte tiefer, 500 oder wie auch immer. Wenn ich das dann wieder so mache und der Markt nimmt das aber an und ich bin dann in so einer Bewegung dabei und er zieht mir von hier wieder hier komplett oben nach durch und ich habe dann da 200, 400, 600 Punkte, auf denen ich irgendwo meine Gewinne dann rausziehen kann, ist das einfach angenehmer zu traden. Also wenn ich hier irgendwo drinne sitze und erstmal 300 Punkte ins Minus gehe, um dann am Ende mit 340 Punkten im Gewinn rauszukommen und hier oben noch zappeln muss und zittern muss, weil ich nicht mir sicher bin, ob der Markt nicht doch vielleicht noch 1000 Punkte nach oben rennt. Also hat man immer wieder ein kontrolliertes Risiko auf der Unterseite, indem man die Verluste eben klein hält und auch abbricht, halt wirklich per Stop-Loss im Vorhinein gesetzt, an den Punkten raussteigt, wo man sagt, okay, hier springt er mir aus der Erwartungshaltung raus und so weiter fort. Also das ist die Art und Weise, wie ich kann. Das wollte ich bloß nochmal klarstellen, weil ich mir gut vorstellen können, dass der eine oder andere da auf die grüne Stundenkerze angesprungen ist. Und das ist richtig. Das ist rein technisch richtig. Natürlich fühlt sich's immer, also ich kenne das noch von früher, ne? So eine Bewegung, das sitzt so, da hat man so eine innerliche Unruhe, wenn man da nicht dabei ist. Da hat man so, oh, man verpasst so viel und jetzt fällt der so schön und ich wollte die ganze Zeit short und ach, ich kenne das noch von früher. Da saß man immer da und hat geheult und dann ist man so richtig wütend auch innerlich geworden halt, ne? So eine einfache Bewegung und man ist nicht dabei und dann ist man stinkig auf alle anderen, wo man sieht, dass die da aber was rausgezogen kriegen haben und keilt sich dann mit denen und das kenne ich noch gut, ne? Und wenn man in so einer Bewegung dann aber short drinne gesessen hat, Tag für Tag, die ganze Zeit, das hat sich nicht schlecht angefühlt, aber in so einer Bewegung nicht dabei zu sein, oh, das war die Folter früher, also das kenne ich noch gut. Und wirklich, wenn man dann aber die Drehung kriegt und irgendwann dann in die Profitabilität reinkommt, dann fragst du dich auch, Alter, was war eigentlich damals mit dir nicht richtig gewesen, ne? Weil das einen richtig emotional getriggert hat, sowas halt, ne? Das hat einen richtig mitgenommen, weil man immer Angst hatte, man verpasst irgendwas. Man hat richtig Angst gehabt, scheiße, Mann, jetzt läuft die Bewegung, Mensch, damit hätte ich meinen ganzen Verlust ausgeglichen gekriegt. Oh, hätte ich es nur mal gemacht, hätte ich mal nicht auf die anderen gehört, hätte ich, ne? So geht die Argumentationskette von vorne und hinten, die Gründe sind immer ein bisschen anders gewesen, aber das, also kann ich mich perfekt erinnern, früher, das hätte mich
Oh, ist getriggert, sowas. Und so sitzt du da, hast vielleicht hier eine Stundenkerze angetradet, sagst, naja, was interessiert mich, dass der 200 Punkte gelaufen ist? Ich habe ein gutes Setup angetradet, hat sich hier nicht funktioniert. Ein anderer, der ist vielleicht hier noch short, hat die Bewegung durchgezogen, ist hier dann vielleicht sogar rausgegangen. Ist auch richtig, ist auch okay, ist vollkommen fein. Ein anderer hat durchgezogen, alles okay. Wichtig ist, dass man für sich findet ein Setup und dass man sich nicht mehr emotional triggern lässt. Das ist immer so der Weg, wo ich versuche, die Leute hinzuführen, weil ich einfach sehe, dass das funktioniert und das auch den Leuten hilft halt. Und dass dieses Ruhefinden einfach das Wichtigste ist. Ja, dass es vollkommen egal sein muss. Macht heute 500, 600, ja, diesen Drang wegzukriegen. Oh, ich muss hier immer das Maximal, ich muss hier im Tageshoch Short drin sein, im Tagestief muss ich raus und long rein. Diesen Drang, den muss man einmal gegrillt kriegen. Und dann findet man seine Ruhe und seinen Frieden und damit dann auch die Profitabilität. Solange man das nicht hat, jagt man immer nur einem, ich sag mal, Zielbild hinterher, was man nie erreichen wird. Und das frustriert einen und sorgt eigentlich nur dafür, dass man sich mit den Gewinnen hat, die man hat, nicht zufrieden gibt und mit die Verluste nicht akzeptiert, die man hat. Und das ist eine Mischung, die auf Dauer einfach nicht funktioniert. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist wirklich ein klassischer Trigger-Tag hier, der richtig in die emotionale Lage reinsticht. Ja, und das ist ganz klassisch. Wenn ich das schon sehe, kann ich mich 100% daran erinnern, wie ich damals sowas. Und heute sitzt du da und denkst ja, gut, okay, weiter. Ja, und so gehen wir auch an. Gut und weiter. Also, dieses Rückstechen in diese Volumenzone, in diese ganzen, ihr seht das hier, in diese ganze Seitwärtsrange rein, war ja unsere Idee, auf den Hochs aufzusetzen, als Zeichen besonderer Stärke, um wieder aufzudrehen. Das war die grundsätzliche Idee, weswegen wir gesagt haben, der Markt kann hier wieder nach oben. Wenn er natürlich jetzt hier mit einem leichten Überschuss, ohne das neue Tief zu reißen, jetzt wieder genug Aufdrehung hinbekommt, und ich sag mal, vielleicht sogar mit einem Aufwärtsgap eröffnet, 900, 920, 930 sich drüber stellt und von dort nach oben treibt, dann kann das sogar sein, dass er richtig einen Schmerz wieder nach oben zurücksetzt und plötzlich das eingespringt, was die Leute hier eben antraden wollten bei 940, 960 oder was wir gestern haben wollten. Ja, also da passt ein bisschen auf der Oberseite auf, dass ihr den Donnerstag dann nicht unterschätzt oder nicht zu bärisch jetzt werdet, weil er 2, 3 Tage gefallen ist. Wir gucken uns aber auch gleich mal nochmal den Tagesschart an. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, was jetzt hier passiert. Auch für die Trendsicht der nächsten Tage und Wochen ist das ganz, ganz, ganz wichtig, was hier gerade passiert. Dieses zu tiefe Zurückstechen hier, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber zum Donnerstag kann er die Kurve noch kriegen. Wir haben jetzt noch Donnerstag und Freitag. Wir können die Woche noch ein bisschen formen und kitzeln. Und da ist der Bereich hier um 940, 960, 980, der ist kriegsentscheidend, auch auf Wochenebene. Ja, also auch für den Freitagsschutz ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn er jetzt aber zum Donnerstag einen Aufwärtsgap reinstellt und er lässt das offen und er rennt uns hier zurück und drückt sich über 29, 9, 30, 49 hier nach oben raus, dann macht er das Gap zu und zwar direkt. Dann steht er oben in der 1670, 1675 drin am Donnerstag, relativ früh am Vormittag schon, hat das Gap zugerammelt und holt sich vielleicht über den restlichen Tag dann noch die 16.200 von unten, die wir gestern haben wollten, weil eben das Aufdrehen da ist, nur eben ein bisschen tiefer gekommen ist. Aber in dem Moment, wo er sich auf dieser Volumenzone hier eben rausholt und die Leute, die hier alle noch vielleicht short drinne saßen, jetzt wieder umdreht, baut der Druck auf, er baut richtig Druck auf. Hier gibt es Leute, die sitzen seit Tagen short drinne, die haben sich nicht wohl gefühlt hier dabei. Auch wenn die jetzt vielleicht sich selber einreden, ich habe das genau gewusst, dass der hier hoch nicht wegsteht. Hier oben haben sie sich nicht so gut gefühlt. Und wenn der jetzt aber wieder abhaut, dann kriegen die Stress. Mehr Stress noch, als sie hier im ersten Move hatten. Und das kann Druck aufbauen. Das kann richtig Druck aufbauen. Ja, ist für mich noch krasser, wenn er hier bedient, wenn er auf die hochspringt, also das Szenario von hinten macht. Aber durch das ein bisschen tiefere Stechen und das untere Aufdrehen hier ist das nicht zu unterschätzen jetzt, was passiert, wenn er sich jetzt wieder oberhalb dieser Range etabliert. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch für euch jetzt zum Donnerstag nicht zu ignorieren oder nicht. Also man muss sich darauf vorbereiten, man muss sich wirklich darauf vorbereiten, sonst sitzt man Donnerstag da und denkt sich, Alter, das ist jetzt übertrieben, jetzt gehe ich short, der ist ja viel zu hoch jetzt, der kann da richtig Stress aufbauen. Wenn der jetzt anfängt, über 900 wieder nach oben zu schieben, wirklich hat man mal 16,75 und 16,200 durchaus mit dem Glück, das ist erreichbar, schon am Donnerstag, das kriegt er hin, sogar ohne Nachrichten, mit Nachrichten, ohne Nachrichten, das ist vollkommen egal, ja, die Clark, die können das ein bisschen kanalisieren auf einen bestimmten Zeitpunkt, aber die Bewegung bleibt die gleiche. So, das wäre im positiven Sinne auch gut für unseren DAX und das würde ihm eine weitere Trendfortsetzung ermöglichen, auch in der nächsten Woche rein. Gelingt es ihm aber nicht, eben das, was ich gerade beschrieben habe,
Und er verkackt das jetzt hier und bleibt per Wochenschluss vielleicht sogar unter 15,49. Dann kriegen wir auf Wochenebene einen Bearish im Galfing nach unten und das vom Allzeithoch als Doppeltop weg. Da kannst du fast nochmal 500 Punkte nach unten draufrechnen, die dann nächste Woche oder übernächste Woche noch hinterherkommen. Und dann sind wir bei den 1000 Punkten vom Allzeithoch, die wir hier eingangs der Woche angekündigt hatten, die eben so ein Hoch nach oben oder unten wegschrubben kann. Ja, und von daher wird der Donnerstag wirklich sehr, sehr, sehr entscheidend, auch für die nächsten Handelstage, so ein bisschen als Signalgeber, wohin ich hier noch gehen kann. Also von daher, meine Aussage, über 900 hat unser DAX starke Tendenz in die 16,75 rein und in die 16,200 rein, beides erreichbar am Donnerstag. Stößt er sich aber hier im Bereich um 9,45, 9,80, 9,60, diese ganzen Hochspitzen, die wir hier letztens immer hatten, ja, die letzten Wochen, stößt er sich von dort jetzt wieder nach unten ab und kommt hier wieder zurück, dann pendelt er uns hier erstmal einfach nur hin und her. Ja, irgendwo zwischen, ich sag mal, 7,50 und 9,50 pendelt er dann einfach hin und her am Donnerstag. Das wäre, sag ich mal, eigentlich ist das schon ein Negativszenario. Ja, und absolutes Worst-Case-Szenario wäre, unser DAX setzt überhaupt gar keine Erholung an und zerklopft diese kleine Erholung, die wir hier haben, nach unten. Weil rein von der Bewegungsablaufdynamik her, ja, haben wir hier eine erste Teilwelle, die geht hier in den Bereich. Dann haben wir hier einen großen Antriebsstrang, dann haben wir hier eine verkümmerte Erholung und dann kommt hier nochmal mindestens so eine Strecke oder sogar so eine Strecke noch nach unten und dann geht er wirklich unter die 700 und sogar noch unter die 640. 640? Nee, das ist 660 hier, ja? 660, dann geht er noch unter die 660. Ja, also wenn er hier direkt frontal nach unten stürzt, auch zum Donnerstag per Abwärtsgap vielleicht sogar reinkommt, unter 800, wäre ein bisschen so Worst Case und das würde mir eher so 650 bis sogar 550 am Donnerstag noch ermöglichen im relativ freien Fall. Okay, so, das sind die drei Szenarien, das heißt, guckt einfach, wie kommt er rein, wie startet er, wo steht er, wie bewegt er sich hier in dem Bereich 900, 950, das wird hier ein bisschen entscheidend, ja. Bremst sich aus, dreht sich hier wieder nach unten, rechne ich mit Seitwärtsspanne, auch mit einem neuen Tief dann nochmal, dass hier nochmal drunter macht und sich dann so seitlich aufschwingt und zum Freitag nochmal abstürzt. Oder eben nicht. So, und da gucken wir nochmal kurz in den Tagesschart rein und hier sehen wir halt wirklich, warum wir hier am Allzeithoch gesagt haben, das ist der wichtigste Punkt überhaupt im Bereich, also auch der Punkt, wo sich Shorten wirklich mal, wo das mal eine Idee wäre, auch wenn ich persönlich da nach wie vor nicht so Böcke drauf habe. Aber es ist definitiv kein Long. Ja? Also wenn sowas vom Allzeithoch wegkommt, keine Long-Gelegenheit, erst wenn er wieder auftritt, wenn er sich schön auftritt, Signale wirft. Ja, in der Erfahrung ist immer das Erste. Das, was nicht greift, das ist nur schön durch. Das haben wir schon auf dem Tisch, deswegen sollte man dann langsam ein bisschen hingucken. Aber eine grüne Tageskerze aus der Range jetzt hier wieder nach oben raus. Ich sag mal, mit einem Tagesschluss oberhalb von 16,50 wäre positiv zu werten aus der Ebene. Ansonsten ist hier jetzt an sich trotzdem nur ein das Abarbeiten des Allzeithochs, zurückstoßen in die letzte Volumenzone, in die letzte Range rein. Ja, und hier hat auf der Seite noch kein Preis. Aber was ich euch eben sagen will, ist, die Wochenkerze mit 9,45 irgendwo in dem Bereich als Eröffnung. Ja, hier ist der Montag reingekommen. Wartet, wo ist der Montag reingekommen? Wo ist der vorherige Montag reingekommen? Es geht um den vorherigen. Hier. Ja, 9,50 rum. 9,50 war die vorherige Woche. Wenn er da runter schließt, hätten wir hier einen Bearish Engulfing. Da brauchst du gar nicht auf den Morgenchart gucken. Das sehe ich so schon. Ja, und dann kontert er nach unten nochmal richtig an. Und dann steht der Ende nächster Woche oder übernächste Woche eher in dem Bereich hier. Dann kriegt man relativ schwachen Juni-Start rein. Und dann drückt es den hier unten in die Gaps rein. Ja, 3,60 und vielleicht sogar diese 1,30, was wir da noch hatten. Ja, und von daher sehr, sehr, sehr wichtiger Bereich jetzt hier auch. Ne, sehr, sehr, sehr wichtige Zone. Und wird Donnerstag so ein kleiner Entscheidungstag. Na, und das wirklich für die nächsten, ja, für die nächsten, ich würde schon mal so sagen, für die nächsten 2 Wochen. Und wenn die richtig schlecht sind und der verpasst das, der knallt sich hier richtig weg. Das, was wir die ganzen Tage immer schon wieder sagen, das ist Doppeltop-Ziel. Wenn der Markt wirklich ein richtiges Doppeltop-Anstieg bei 12.000 liegt, das ist dann voll drin, ja. Dann kriegt er nochmal einen Rücklauf zurück und dann schiebt er sich hier in mehreren Bewegungswellen nach unten und macht einen richtig schwachen Sommer. Ja, richtig schwachen. Dann kann er bis Oktober hier nochmal auf 12.000 runtersegeln. Dann hat er einfach nur Doppeltop-Szenario abgespielt. Also von daher bleibt man mal hier dran. Spannende Situation, spannende Lage. Sollte man wirklich dranbleiben, genauer hingucken.
Und ich möchte nicht ausschließen, dass er sich noch umdreht und nach oben springt, weil noch ist der Aufwärtstrend nicht gekippt, der ist noch aktiv, der bleibt sogar noch ein ganzes Stückchen aktiv, weil das letzte markante Tief erst hier unten ist. Aber ich habe sie ja nicht umsonst Bärenbilder drin. Ne? Also es ist schon erkennbares Wegdrehen. Das ist schon andere Musik da plötzlich drin, ne? Im Markt. Ne? Viel straighter, wie er auch durchläuft. Und jetzt bin ich zum Donnerstag gespannt, wie er reinkommt. Wie es sich im Bereich um 49 hält, das wird für mich absolut entscheidend. Ja, bin gespannt. Ich bin gespannt. Also, ich wünsche euch Spaß, hoffe, ihr könnt damit was anfangen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.